Allegorie. Allegorie. Kunst, Wohlstand, Handel, Industrie. Okay. Mache ich jetzt nochmal. Es wird besser noch. Achso, ich schaue in die Kamera, gell? Ja, genau. Ja, liebe Eintrachtler, wir sind hier am Bürgersaalbau Paulsplatz 5, Erweiterungsbau des Römers. Dieses Gebäude hat man Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und man hat in dieses Gebäude Skulpturen eingebaut. Das sind Allegorien, also sinnliche Darstellungen von Abstraktem. Man hat im mittleren Bereich 4 Allegorien eingelassen. Links die Allegorie der Kunst, des Wohlstands, des Handels und dann ganz rechts der Industrie. Im oberen Bereich hat man auch wiederum Allegorien eingelassen in den Giebeln. Und wenn ihr euch die mal anschaut, dann seht ihr von links nach rechts die Allegorie der Klugheit, wunderschön. In der Mitte die Allegorie der Gerechtigkeit, noch schöner. Und ganz rechts, das ist die Allegorie der Eintracht. Wir fragen uns, warum wir der Allegorie der Eintracht am 20. Mai 2018 nicht einfach ein Trikot angezogen haben. Beim nächsten Mal machen wir das, wenn wir hier am Römer sind. Ja, liebe Eintracht-Fans, wir stehen hier am alten Eintracht-Shop, Bethmannstraße 15. Ich habe ein Prospekt mitgebracht, Bernd Nickels Eintracht-Shop. Und wir wollten uns heute eigentlich eine Fritz-Walter-Fanclub-Jacke kaufen für 99 D-Mark 50, aber der Fanshop ist geschlossen. Der Shop wurde 1975 eröffnet, Bernd Nickel hat ihn eröffnet und es war was ganz Neues, dass es Fanshops in Deutschland gab, der war quasi einmalig. Wenn die Eintracht hier ein Heimspiel hatte, kamen eigentlich auch immer Gastvereine oder Fans von Gastvereinen hier vorbei und haben sich eingedeckt. Du hast nicht nur Sachen von der Eintracht gekriegt, du hast sogar Fritz-Walter-Fanclub-Jacken gekriegt. Bernd Nickel hat den Fanshop übergeben an Willi Schuster. Willi Schuster hat den Fanshop weitergeführt. Er wurde dann erweitert und wir müssen jetzt ein paar Meter weitergehen. Da kommen wir zum neuen Eintracht-Shop. An der Stelle hatte man räumlich mehr Fläche, man konnte noch mehr anbieten. Das Ganze hat sich jetzt auch sehr viel mehr auf die Eintracht fokussiert. Ihr habt ja alles von der Eintracht gekriegt. Man konnte sich seine Auswärtskarten kaufen, eine Sache, die heute ja auch so nicht mehr vorkommt, dass man die einfach direkt hier kaufen kann. Hier im Fanshop wurden Fans glücklich gemacht, weil sie ihre Tickets gekriegt haben. Es gab hier aber auch dramatische Szenen, als die Eintracht 2013 den Europapokal wieder erreicht hat. Und es gab dann diesen letzten Flieger nach Baku. Da stand hier eine Riesenschlange, weil sich die Leute in den Flieger nach Baku einbuchen wollten. Und irgendwann wurde drinnen gesagt, der Flieger ist ausverkauft. Und viele sind betröppelt nach Hause gekommen, weil man dann nicht mehr nach Baku kam. 2018 wurde der Fanshop geschlossen. Die Eintracht hat mittlerweile in der Zeil den großen Fanshop und seit 2018 gibt es hier den Fanshop nicht mehr. Mit welcher Empfindung rufe ich aus? Verzeihe mir, Teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann, sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist als alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige, du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Das war ein Zitat aus Die Leiden des jungen Werther. Goethe, der ja längst verstorben war, als die Eintracht gegründet wurde, hat die Eintracht mehrfach erwähnt. Wir haben mittlerweile 11 Belege, dass Goethe Eintracht gesagt hat, so auch in den Leiden des jungen Werther. Und wenn ihr euch das Bild anschaut, dann seht ihr, am Ende hat er sogar ein Motto-Shirt Orange Chaos aus Bordeaux schon an. Ja, liebe Eintrachtler, hier sind wir an der U-Bahn-Haltestelle Willy-Brandt-Platz. Willy Brandt hat die Eintracht auch gesehen. Als Bürgermeister von Berlin war er 1959 beim Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Er hat den hochverdienten Sieg gegen Kickers Offenbach live verfolgt und bejubelt. Wir gehen heute aber an den Willy-Brandt-Platz wegen den Säulen der Eintracht. Die sind hier im Untergrund. 2012 haben die VGF und die Eintracht eine Aktion gestartet, Säulen der Eintracht. Die Anhänger konnten die Helden der Eintracht, die Säulen der Eintracht wählen, die dann hier quasi dokumentiert wurden. Hier seht ihr die Säulen der Eintracht. Es geht los mit dem Trainer Jörg Berger, der mittlerweile leider verstorben ist. Im Tor Oka Nikolov, dann Bruno Petzai, Alex Schur, JJ Okocha. Dann haben wir Toni Yeboah, Bernd Hölzenbein und Bum Kuncha.
Tatsächlich kam zur Eröffnung dieser Säulen der Eintracht Toni Yeboah und Bum Kuncha hier nach Frankfurt. Es gab eine große Feier. Die beiden waren auch im Museum. Das war ein ganz legendärer Abend. Und wir steigen jetzt in die U-Bahn Richtung Riederwald.